die Sportex fängt. Nicht die kleinsten Flussbarsche. Das ist vertikal auf die Sportex Nova. Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fishing Park. Heute stelle ich euch mal meine Route vor. Ich wurde letztes Mal in den Kommentaren gefragt, ob ich mal so eine Review dazu machen kann. Für euch mache ich das natürlich, aber zuerst kommt das Intro. Heute habe ich mal ein bisschen was anderes für euch. Meine erste Gear Review von der Sportex Nova Vertical. Das ist meine Hafen- und Kanalroute für etwas schwerere Köder, schwereres Blei zum schweren Dropshotten. Wenn ich nicht so arg weit werfen muss, aber trotzdem die Strömung relativ stark ist. Und dann benutze ich hier die Sportex-Route. Die ist 1,95 lang, hat ein Wurfgewicht von 29 bis 58 Gramm. Wohlfühlgewicht sind 50 Gramm, jedenfalls wird so von Sportex angegeben. Die wirft aber auch deutlich darunter, also wenn ihr mit 20 Gramm oder so werft, ist sie immer noch super. Das Geile an der Route ist, die ist echt schön kurz und hat einen super kurzen Griff. Das heißt, ihr könnt die 1A manövrieren hier. Ihr stoßt euch nicht selber mit dem Griff gegen den Bauch. Der Griff selber ist super gemacht. Das heißt, ihr habt immer Kontakt zu dem Blank hier. Ist ein Fuji-Rollenhalter. Die Route ist durchgehend beringt mit SICK-Ringen. Hat ein Transportmaß von 1 Meter, ist also schön handlich und gut mitzunehmen. Wiegt allerdings 138 Gramm, wenn ich mich nicht irre. Muss kurz nachgucken. Ist also ein bisschen auf der schwereren Seite. Laut Sportex hat die eine sehr, sehr sensible Spitze. Naja, ihr seht selber, wie sensibel die Spitze ist. Ihr seht nicht, wie sensibel die Spitze ist. Meines Erachtens nach ist es nicht wirklich so sensibel. Andererseits spürt ihr wirklich jeden Anfasser mit der Route. Also vielleicht wollten sie darauf hinaus. Man merkt auf jeden Fall alles, jeden Boden, jeden Grundkontakt. Die Route liegt super in der Hand. Ich habe jetzt eine 4000er Rolle da dran. Die ist ein ganz kleines bisschen kopflastig, aber wenn ihr sie kurz über dem Griff tragt, ist sie perfekt ausgewogen. 4000er Rolle ist für mich einfach die universellste Größe. Ich fische fast immer mit 4000er Rollen an meinen Routen. Ich habe hier die Stationärrollen-Version, wie ihr schon sehen könnt. Die gibt es auch noch als Baitcaster. Die Route hat hier so einen kleinen verschiebbaren, so eine kleine verschiebbare Hakenaufnahme, einen zweiteiligen Griff und ihr kommt damit relativ weit raus. Also auf der Sportex-Seite steht, die Route hat ein sehr, sehr hartes Rückgrat, was ich absolut unterschreiben kann. Die Route ist echt bretthart. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, da ich ja meistens Dropshot fische, warum ich so eine harte Route nehme. Ja, es mag sein, dass so eine weiche Route Kopfschläge stärker abfedert, aber für mich ist es gar nichts. Ich benutze die Route in dem Wurfgewicht zum größten Teil, um am Hafen zu fischen. Am Hafen muss ich nicht besonders weit werfen, das heißt, ich kann eine kurze Route mit 1,95 da super verwenden. Ich komme da nicht selbst in die Quere mit dem Griff, weil wie gesagt, der ist super schön kurz. Ich habe im Hafen allerdings relativ starke Strömung, das heißt, ich fische mit relativ viel Blei, um auf der Stelle zu bleiben. Deswegen ist eine Route mit einem Wurfgewicht von 50 Gramm für mich ideal. Wie gesagt, die verpackt auch deutlich weniger und man kommt super damit noch raus. Für schweres Dropshot, so um die 30 Gramm mit Köder, ist man dann so bei 40 vielleicht. Ist die Route einfach super, deswegen verwende ich die meistens entweder am Kanal oder am Hafen. Wie gesagt, wo ich an der Spundwand vertikal fischen kann, ist ja auch eine vertikale Bootsroute eigentlich. Oder wo ich halt ein bisschen weiter weg von der Spundwand fische, aber immer noch relativ nah und nicht kilometerweise rauswerfen muss. Aber genug gequatscht, wir gehen jetzt ans Wasser und dann seht ihr mal, was die Route so kann. Also ihr seht, die Route wirft auch relativ weit raus für so eine kurze Route. Gut, ich habe jetzt hier 40 Gramm Dropshot-Blei dran, mein selbstgegossenes Birnenblei. Bin auch nicht am Hafen oder am Kanal, sondern am Rhein.
Aber ich komme auch hier mit der kurzen Route relativ weit raus. Ist natürlich nicht ideal für so eine Angelei, vor allem nicht an so einer massiven Steinpackung. Mit so einer kurzen Route bleibt ihr halt öfter hängen. Aber es geht auf jeden Fall. Hier seht ihr auch nochmal die Spitzenaktion der Route. Also die Route hat eine Spitzenaktion. Ich würde die allerdings nicht als sensibel bezeichnen. Ich meine, es gibt natürlich noch deutlich härtere Routen, aber die Sportex Nova Vertical hat schon eine relativ schnelle Spitze. Aber wie gesagt, ich finde es super. Ich mag Routen mit so einer weichen Spitze überhaupt nicht. Ihr seht, ich jig die Dropshot-Montage jetzt so ein bisschen. Das klappt absolut super mit der Route. Ich glaube allerdings, wir werden hier jetzt in der Bude gar nichts mehr fangen. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier, ging bisher gar nichts. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal dahin. Wir fahren jetzt mal an die Art Gewässer, für die ich diese Route gekauft habe. Nämlich den Duisburger Hafen. Und dann zeige ich euch mal, dass die Route auch fangen kann, ne? Die Nova ist hier perfekt für die Stelle. Weil ich muss hier nicht besonders weit raus. Ich kann direkt hier an der Spundwand fischen. Hier ist so eine kleine Kehrströmung oder so eine strömungsberuhigte Stelle sogar hier vorne. Da stehen die Barsche ganz gerne. Hier so in dem Beritt. Das heißt, ich brauche nicht besonders weit raus. Ich habe aber oft eine Strömung, die hier lang führt und in die Strömung reindrückt. Das heißt, um auf der Stelle zu bleiben, brauche ich doch ein relativ schweres Blei. Und dafür ist die Route super. Und Fisch. Oh, der hat sich aber verheddert. Der hat sich verheddert, der kleine Mann. Aber ihr seht, die Sportex fängt Flussbarsche, auch nicht die kleinsten Flussbarsche. Ich muss den mal hier kurz von der Leine losmachen. Jetzt verletzt er sich die Rückenflosse. Hat er ganz knapp hier in die Oberlippe gekriegt. So, da ist er auch schon weg. Auf die Sportex Nova. Ich hoffe, ihr seht das vertikal hier an der Spundwand. Ein kleiner Flussbarsch. Jetzt wisst ihr, dass die Route auch fängt. Ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall gesehen, dass die Route auch Fische fängt. Ich habe die Rolle mal abgemacht, damit ihr die Route mal so seht. Wie gesagt, ist eine wunderschöne Route, blau-schwarz, relativ schlicht gehalten. Der Blank ist ganz schwarz. Die Ringe sind absolut in der Flucht. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Fuji-Ringe. Ja Leute, das war's schon wieder. Diesmal ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solcher Arten von Videos sehen wollt, ich habe noch einiges an Tackle, was ich euch vorstellen kann, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Also abonniert mich bitte. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt,
Klickt links unten auf die Glocke. Klickt links unten auf die Glocke. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, hier links unten ist eine kleine Glocke. Klickt da drauf, dann kriegt ihr immer eine Notification, wenn ich ein neues Video poste. Ansonsten war's das. Haut rein.